Willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute möchten wir uns mal wieder dem Fach Pädagogik zuwenden. Dabei würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Aktiviert dabei natürlich auch gerne die Glocke. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr den Kanal mit einem kleinen Like bei diesem Video unterstützen könntet. Ansonsten schaut auch gerne mal in unsere Abitur-Playlist vorbei. Da haben wir alles Wichtige nochmal zusammengefasst. Das ist unten in der Videobeschreibung zusammengefasst. Dann würde ich sagen, lass uns direkt loslegen mit dem Video. Und heute soll es zunächst um Montessoris Bild vom Kind gehen. Dabei haben wir schon für Montessori an sich ein eigenes Video gemacht. Dort haben wir euch erklärt, was er Maria Montessori überhaupt war und was sie prägte, beziehungsweise was die Reformpädagogik genau ist. Lasst uns heute also mit der Montessori-Kindpolitik bzw. dem Bild vom Kind starten und letztendlich auch das Entwicklungsmaterial, was sie in ihrer Welt entwickelte, beachten. Starten wir mit dem Montessori-Bild vom Kind. Sie ist dabei natürlich geprägt von den zwei Weltkriegen, die sie als Kind bzw. als Studentin und später auch als erwachsene Frau mitbekam. Dabei sind die Kinder stets nur wenig beachtet und dementsprechend gilt den Kindern kaum Aufmerksamkeit. Sie wird außerdem geprägt von dem großen Psychologen dieser Zeit, Sigmund Freud. Dieser prägte ihr Wissen über Psychologie der Erwachsenen und weitere Erkenntnisse, die derzeit über Pädagogik und Psychologie im Allgemeinen gemacht wurden. Dabei sieht sie das Kind als individuell und einzigartig. Diese Einzigartigkeit ist dabei erstmalig. Besonders ist auch, dass in ihren Schriften stets ein religiöser Hintergedanke ist. Wenn ihr euch das Video anguckt, wo wir bereits Maria Montessoris Biografie detailliert erklärt haben, da habt ihr bereits gehört, dass sie in einem liberal-religiösen Haushalt aufgewachsen ist und deswegen sind Äußerungen, wie zum Beispiel das Kind als den ewigen Messias zu beschreiben, durchaus zu erklären. Nicht nur, dass sie ein globales und soziales Netzwerk ansah, als vorhanden ansah, sondern auch, dass sie innerhalb der Natur wichtige Grundfaktoren verortete, macht sie zu einer besonderen Pädagogin dieser Zeit. Dabei lässt sie auch den Wert einer Beobachtung bzw. den Wert einer Erfahrung besonders hervorspielen. Das heißt, Beobachtungen und Erfahrungen, die von Kindern gemacht werden, sind später für ihr wichtiges, richtiges Leben und dementsprechend Hauptkritikpunkt bzw. Hauptpunkt, wie sich Kinder entwickeln. Dabei ist das Kind bzw. der Gedanke rund um das Kind innovativ, denn erstmalig ist eine Pädagogin, also erstmalig ist es überhaupt eine Pädagogin und zudem ist erstmals in der Pädagogik verankert, dass es ein liebes und rücksichtsvoller Umgang in dieser Zeit mit dem Kind darlegen soll. Das heißt, verglichen wird das zum Beispiel, da viele in dieser Zeit nochmal das Kind, was gerade neu geboren ist, einfach über Kopf gehangen haben, damit es sich ausschrie, damit es später weniger schrie. So nahm man damals an. Und das ist natürlich seltsam aus heutiger Perspektive, aber damals war das durchaus innovativ zu sagen, dass man auch mit Neugeborenen schon liebevoll und rücksichtsvoll umgehen kann. Kinder haben laut Montessori sensible Phasen. Dabei geht sie davon aus, dass in diesen sensiblen Phasen immer ein spezieller, bestimmter Lernprozess angeregt werden kann. Das heißt zum Beispiel, dass die Sprache sich in einem bestimmten Prozess angliedern kann und integrieren kann und nachdem dieser Prozess bzw. nachdem dieser Lernprozess vorbei ist, ist dann auch diese Phase, die sensible Phase geschlossen und das Kind hat kaum noch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln bzw. kaum noch die Möglichkeit, diese Sprachfertigkeit weiter auszubilden. Dabei sind die Kinder stets mit einem inneren Bedürfnis versehen, die ein aktives Auseinandersetzen mit dem jeweiligen Tatbestand möglich machen müssen. Sie sind dabei Baumeister seiner selbst. Das heißt, ich zitiere hier Montessori, die davon ausging, dass die Kinder stets Baumeister ihrer selbst sind und dementsprechend einem biologisch programmierten Prozess folgen. Das heißt, alles ist grundsätzlich angeboren, und die Kinder entwickeln sich mit der Zeit.
Dabei ist dieser Gedanke hier konstruktivistisch geprägt. Konstruktivistisch und entwicklungspsychologisch. Und damit ein sehr interessanter Ansatz für die Pädagogik dieser Zeit. Es handelt sich dabei um Arbeit, die das Kind verrichtet. Viele sahen das ja als Spielen an, beziehungsweise der typische Gedanke ist auch, dass die Kinder spielen. Vielmehr ist es aber so, dass die Kinder arbeiten laut Montessori und damit die Erwachsenen Materialien zur Seite stellen müssen, sodass das Kind frei leben und sich frei entfalten kann und dass das Kind letztendlich, ja, wie man so sagen kann, mit den Materialien arbeiten kann und so seine Fähigkeiten ausbilden kann. Dabei ist der Grundgedanke von Montessori verfasst, hilf mir, es selbst zu tun. Das heißt, die Erwachsenen sollen lediglich die Hilfestellung bieten, dass das Kind letztendlich etwas selber verrichten kann und selber Fähigkeiten ausbilden kann. Die Kinder entwickeln sich dabei unterschiedlich schnell. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder zur freien Wahl und zur individuellen Förderung Materialien bekommen. Das heißt, Kinder können sich hier ihre eigenen Materialien heraussuchen und entscheiden, inwiefern das jeweilige Material für sie jetzt wichtig sein kann und ob sie überhaupt schon fertig sind, um mit dem nächsten Entwicklungsschritt loszugehen. Dabei ist dieser biologisch programmierte Prozess, den ich gerade angesprochen hatte, ausschlaggebend, da somit die Kinder bereits wissen, was sie machen wollen, da es ja alles einem inneren Plan folgt. Dafür ist es ausschlaggebend, dass Montessori ein Materialien zur Verfügung stellt. Dieses Entwicklungsmaterial soll dabei vielen verschiedenen Kriterien folgen. Das möchten wir euch im Folgenden nochmal erklären. Zuvor haben wir jetzt Montessoris Bild vom Kind generell aufgefasst und jetzt gehen wir nochmal näher darauf ein, welches Entwicklungsmaterial es gibt. Wichtig ist hier zu wissen, dass dieses Entwicklungsmaterial auch für die heutige Pädagogik noch besonders wichtig ist, insbesondere natürlich in den Montessori-Schulen, die landesweit verbreitet sind, aber natürlich auch weltweit verbreitet sind. Dabei ist das Entwicklungsmaterial zurückzuführen auf Versuche, die der Experimentalpsychologie entsprungen sind. Das heißt, die Maria Montessori hat dabei viele Experimente gemacht, zur Psychologie und wie sich generell Materialien auswirken und kam dann zu dem Ergebnis, dass es ein Ergebnis der Isolierung geben muss. Das heißt, hier ist der Faktor, dass man das Kind sozusagen als jemand ein Individuum betrachtet, was stets isoliert einen Sinn ausbilden sollte, um so optimal sich herausbilden zu können bzw. sich optimal ausbilden zu können. Dabei soll deswegen das Material, was vorliegend ist, stets die gleiche Form haben und die gleiche Größe und immer nur sich in einem Kriterium entscheidend verändern. Das heißt, wenn man zum Beispiel bestimmte Oberflächen hat, die rauer werden, sollen sonst die Plättchen gleich groß und gleich schwer und eben auch gleichartig sein. Zum Beispiel immer in einer Quadratform. Das werdet ihr auch feststellen, wenn ihr euch Montessori-Spielzeug mal näher anguckt, dann wird genau das eben der Fall sein. Die Durchführung dieser Experimente, beziehungsweise die Durchführung mit dem Spielen des Entwicklungsmaterials, führt dann dazu, dass man eine innere und äußere Analyse vollziehen kann und somit feststellen kann, inwiefern das Kind sich weiterentwickeln kann. Dabei sind vier weitere Aspekte ausschlaggebend. Einerseits soll eine ständige Fehlerkontrolle stattfinden. Man soll stets kritisch überlegtes Handeln machen, was dazu führen soll, dass das Kind eine höhere Genauigkeit hat, eine höhere Aufmerksamkeit hat und generell sich selber kontrollieren kann und somit das Entwicklungsmaterial das gewünschte Ziel erreichen kann. Dabei ist es auch ausschlaggebend, wie die Ästhetik des Produktes ist. Wichtig ist hier, dass das Produkt eine Anziehungskraft vermittelt, dass generell Farbe und Glanz vorhanden sind, sowie eine Harmonie innerhalb des Spielzeugs vorhanden ist, das heißt eine Harmonie ausgestrahlt wird. Und dabei ist hier auch nochmal die Brücke zur Natur, das war ja für Montessori sehr wichtig zu bilden, denn sie sagt, dass sich die Ästhetik darauf beziehen soll, wie es in der Natur ist, also wie die Natur ausgebildet ist und das erst, also wenn das alles vorhanden ist, Anziehungskraft, Farbe, Glanz, Harmonie und eben der natürliche Faktor, dann sind Tätigkeitsverlangen beim Kind zu sehen und damit wird das finale Ziel erreicht.
Als dritten Faktor nennt sie die Aktivität. Dabei ist es wichtig, dass das Spielzeug eine Eignung zur Aktivität hat und generell zum Handeln anregt. Dabei soll es eine unerschöpfliche Anziehungskraft haben, also hier nochmal die Brücke auch zur Ästhetik, die ich ja vorher schon genannt habe. Und letztendlich soll das Spielzeug begrenzt sein. Das widerspricht dem vorherigen Punkt in keineswegs, denn es geht hier um eine mengenmäßige Begrenzung. Das heißt, die Ordnung des Geistes ermöglicht es erst, wenn man dem Kind sozusagen eine mengenmäßige Begrenzung des Spielzeugs vorlebt. Das heißt, wenn unbegrenzt Spielzeug vorhanden ist und immer wieder Neues dazukommt, dann ist es für das Kind praktisch unmöglich, langfristig sich gut auszubilden, da der Geist nicht braucht. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video jetzt wichtige Bausteine von Montessoris Bild zum Kind und gleichzeitig zum Entwicklungsmaterial vorleben. Wichtig ist hier zu wissen, dass wir auch noch ein Video rund um Montessori selbst gemacht haben, die auch mit der Reformpädagogik sich beschäftigt hat. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch da auch nochmal näher informiert und euch das noch anguckt. Ansonsten checkt auch gerne unsere Playlist rund ums Abitur ab. Erster Link in der Beschreibung. Abonniert gerne unseren Kanal für weitere pädagogische Inhalte und generell alles rund um euer Abitur. Liked das Video, falls es euch gefallen hat. Und ansonsten lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie wir es besser machen können. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao.